Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Review von Die Videoleuchten. Bisher gab es ja nur Reviews hauptsächlich über Apps für ein iPod. Jetzt mal über die Kamera, die ich mir heute gekauft habe. Das Unboxing könnt ihr hier oben nochmal anklicken. Gab es ja gerade eben schon. Ja, ein paar Leute haben gefragt, erstmal wie die Kamera heißt. Ihr seht es hier, JVC Everio. Auf der Verpackung ist noch ein Leerzeichen großes S drauf. Ob das jetzt wichtig ist, weiß ich nicht. Aber ich denke mal, wenn ihr das googelt, werdet ihr diese Kamera finden. Ich habe die jetzt schon mal ein bisschen getestet. Auf Herz und Nieren geprüft sozusagen. Und ich muss sagen, die hat mich wirklich überzeugt. Also sie gefällt mir ganz gut, bis auf ein paar Dinge, die man eventuell hätte anders machen können, beziehungsweise auf die man auch hätte verzichten können. Hätte man darauf dann verzichtet, hätte man vielleicht sogar noch was am Preis machen können, aber gut, ich finde, teuer war die jetzt nicht. Wie gesagt, 149 Euro hat die gekostet. Geht eigentlich. Also einmal wie im Unboxing schon gesagt, das Gehäuse ist eigentlich, ich denke mal zu, bis auf die Schrauben, also 99% Plastik. Metall oder Alu finden wir jetzt hier, denke ich, nicht. Also auf jeden Fall, man hört es vielleicht. Das ist alles Plastik, auch dieses Silberne hier ist Plastik. Das ist nicht irgendwie Aluminium. Auch die Linse hier vorne ist Plastik, also okay. Aber solange es nicht auseinanderfällt, also stabil gemacht das Ganze, also den Eindruck, dass es gleich zusammenfällt und kaputt ist, macht es nicht. Ich merke gerade, ich bewege die ganze Zeit die Kamera rum wie so ein Verrückter. Ja, hier vorne seht ihr auch schon das Mikrofon, das ist nicht so wie bei den normalen Camcordern, die ihr es vielleicht kennt, so ein kleines Teil schon, das ist auch richtig groß, also fast richtig groß, relativ groß. Huhu, ihr seht mich. Ja, wie gesagt, ich habe einen Test gemacht in einem Video. Die Tonqualität ist wirklich sehr gut, die hat mir wirklich sehr gut gefallen. Das Ganze war auch relativ, der Klang war wirklich gut, also es hat nicht so platt geklungen, wie man es vielleicht von Billig-Mikrofonen kennt. So, jetzt habe ich es. Wirklich gute Qualität gewesen. Ja, was gefällt mir nicht so bisher? Ich finde, die Batterie ist ein bisschen, der Akku ist ein bisschen groß geraten. Also das Ding hier ist alles Akku, kann man mal rausnehmen. Das gehört sozusagen zum Design dazu, also die wird nicht verpackt, damit man sie nicht sieht, sondern die ist komplett sichtbar. Hätte man eventuell anders machen können, aber gut. Hier 35x optische Zoom übrigens, dieses App-Logo ist nicht drauf, das habe ich zufällig gefunden und dachte, bevor ich es jetzt noch jahrelang aufhebe, klebe ich es jetzt irgendwo drauf. Die Kamera musste dran glauben. Ja, kommen wir dann mal zu den Knöpfen, die meiner Meinung nach überflüssig waren. Und zwar einmal der Zoom-Knopf, denn ihr habt hier oben einmal die Möglichkeit ranzuzoomen und wieder rauszuzoomen. Und ihr habt hier die Möglichkeit auf dem Display direkt zu zoomen. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht auf dem Bild, aber wir zoomen hier einmal T nach vorne. Wir sind hier ran. T ist nach vorne und W ist nach hinten. Und ihr seht auch schon, ganz schön finde ich diesen Effekt hier links mit dieser LED. Das sind so Touch-Sensoren. Also das Display besteht hauptsächlich aus Touch-Sensoren, also kein Touchscreen, sondern Touch-Sensoren hier links. Das heißt, es sind alles keine Knöpfe, sondern die reagieren halt auf Berührung. Dann finde ich noch relativ unnötig den Knopf REC. Und zwar finden wir den hier einmal hier drinnen. Einmal Play REC. Dann hier nochmal derselbe Knopf mit derselben Wirkung und nochmal hier nochmal REC-Knopf. Hätte man sich mindestens einmal, denke ich, sparen können. Aber gut. Ja, ihr seht ja schon, das Ganze nimmt in 16:9 auf, ist für YouTube optimiert. Das heißt, ihr seht es auch schon hier in diesem Mitten, dieses One Touch. Ist extra für YouTube, das heißt, es ist mitgelieferte Software dabei. Ihr könnt also beim Anschließen an den PC über USB sofort auf Upload klicken, dann werden die ganzen Videos auf dem PC geladen, beziehungsweise auf YouTube. Bei Export dann natürlich auf dem PC drauf. Info, eben Information. Wenn wir mal draufklicken, könnt ihr sehen, wie viel Speicher ich noch frei habe. Und ihr könnt nach hier einstellen, mittels dieses Touch-Dings-Bumses, diese Touch-Sensoren, welche Bildqualität eingestellt werden soll, also heißt ganz schlecht. Wäre dann 4 Stunden 55 Minuten noch aufnehmen und eben ganz gut, wie es jetzt gerade eingestellt ist, 56 Minuten aufnehmen. Ja, zu den Speicherkarten gibt es auch noch was zu sagen, und zwar schauen wir mal, wir haben, diese Kamera besitzt zwei Kartenslots, das heißt, ihr könnt zwei Karten reinstecken. Ihr könnt normale Speicherkarten nehmen, allerdings sind diese nicht zu empfehlen, denn die Kamera nimmt ja auch relativ viele Bilder auf mit der Qualität.
Und normale Speicherkarten kommen da nicht hinterher. Das heißt, das Bild würde dann ein bisschen wackeln, also so laggen. Daher werden hier diese neue Technologie von Speicherkarten verwendet. Was heißt neue Technologie? Ich glaube, das geht schon ein bisschen länger. Aber das sind solche, wie heißen die nochmal? SDHC-Speicherkarten. Das sind so spezielle, die sind schneller als die normalen Speicherkarten. Und die kosten auch einiges. Also wie gesagt, 4 GB, 17,99 € habe ich dafür gezahlt. Ich hätte noch für eine zweite Platz. Das Problem bei diesen Speicherkarten ist aber, dass der Computer, mit dem ich klarkomme, also die meisten Computer, meiner ist jetzt circa ein Jahr alt, der kommt damit nicht mehr klar. Und zwar werden diese einfach nicht erkannt. Das heißt, ich muss jetzt einfach einen Kartenleser kaufen, der das Ganze unterstützt, oder eben über USB. Aber soweit ich weiß, kosten diese Kartenleser nicht so viel. Also, aber gut, ist natürlich schade. Eventuell natürlich auch Software-Updates vom PC, damit das Ganze unterstützt wird, habe ich jetzt bisher aber noch nichts gefunden. Okay. Dann gibt es noch eine ganz nette Funktion, und zwar seht ihr hier diesen Knopf. Lesen könnt ihr es, denke ich, nicht. Da steht Snapshot. Und zwar, wenn ihr ein Video aufgenommen habt und schaut das an, könnt ihr auf Pause drücken, beziehungsweise auf Play. Wäre zum Beispiel einmal hier dieser Button, da steht ja Play REC, oder eben hier dann irgendwo, wahrscheinlich dann auf diesem Knopf. Und ja, was war ich jetzt genau? Wenn ihr dann da auf Pause gedrückt habt und klickt hier auf Snapshot auf diesen Knopf, dann wird von diesem Video ein Bild erstellt, das separat abgespeichert wird. Also wie eben ein Screenshot auf dem Desktop zu machen, so kann man sich das vorstellen. Ja, was gibt es noch zu sagen? Natürlich gibt es hier ein Menü, wo ihr einstellen könnt die Videoqualität, den Zoom, dann dieses DES, das ist ja dieser Sensor zum, wie heißt das Wort, mir fällt es nicht ein, Stabilisieren des Bildes, damit das nicht so rumwackelt. Und noch ein paar andere Optionen, die ihr hier einstellen könnt. Display Settings, bla bla bla, Connection, Media Settings, das sind dann eben diese Speicherkarten. Ja, was gibt es groß noch zu sagen? Habe ich schon was zur Bildqualität gesagt? Also ich habe ja schon ein paar Videos gemacht, die Bildqualität gefällt mir auch sehr gut. Kann natürlich besser sein, aber ich denke, für 149 € muss man jetzt auch nicht so viel erwarten. Auf jeden Fall finde ich, die Qualität ist nicht schlecht. Übrigens natürlich auch, kann das Ganze auch Bild machen, wenn wir hier umschalten von Videomodus auf Bildmodus, macht er ganz normal Bilder in 4 zu 3 Format, die er dann auch abspeichert. Zumindest auf dem Bildschirm jetzt hier, auf meiner Kamera, sieht die Qualität jetzt allerdings nicht so schön aus. Das kann natürlich aber auch im Bildschirm liegen. Wobei ich jetzt finde, dass es beim Videomodus nicht so ist. Also denke ich mal einfach, dass die Bildqualität von den 4 zu 3 Bildern, also von den Fotos an sich, nicht so gut ist. Aber okay, das werde ich, denke ich, mit der Kamera eh nicht so gut verwenden. Dann nehme ich dann die Kamera, die ich jetzt gerade zum Aufnehmen verwende. Das war dann übrigens logischerweise auch das letzte Video mit dieser Kamera. Ich werde ab sofort nur noch mit der hier aufnehmen. Nur ist ja schlecht, was aufzunehmen, das ich aufnehmen will. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, was gibt es noch groß zu sagen? Habe ich irgendwas vergessen? Also ihr habt natürlich hier die Möglichkeit, einen USB-Anschluss anzustecken. Die Kabel sind mitgeliefert. Dann natürlich Stromanschluss. Kabel natürlich auch wieder mitgeliefert. Natürlich könnt ihr auch einen Ständer einstecken, eindrehen, damit die Kamera auf ein Stativ gestellt werden kann. Was gibt es noch groß zu sagen? Natürlich ist das Display auch drehbar. Ich denke mal, das erklärt sich von alleine. Ja, also ich finde diese Kamera auf jeden Fall für 149 € wirklich ganz gut. Für YouTube auf jeden Fall sehr gut geeignet. Wenn man jetzt vorhat, sich einen eigenen Film zu drehen, sollte man sich doch vielleicht was Besseres suchen. Aber wie gesagt, für YouTube auf jeden Fall ausreichend, vor allem auch von der Bildqualität her. Ich freue mich schon auf ein Video damit, werde mal schauen, was ich damit machen werde. Vielleicht gibt es auch was für ein iPod wieder, ein App-Review oder sowas mit der Kamera. Mal schauen, man weiß es nicht, man weiß es nicht. So, jetzt habe ich hier noch knapp 30 Sekunden Zeit, was sage ich noch groß? Ja, ihr könnt natürlich die Kamera auch anschließen an TV, also haben AV-Ausgang. Und ja, ihr könnt sie natürlich auch ausschalten. Logischerweise. Ja, was ich auch ganz interessant finde, wobei, nee, die Zeit reicht jetzt nicht mehr, ist aber eh nicht so wichtig.
Okay, also das war's mit diesem Review über diese Kamera. Wie gesagt, auf jeden Fall Kaufempfehlung, wenn ihr sie nur für YouTube haben wollt. Wenn ihr damit mehr machen wollt, auf jeden Fall vielleicht nach ein bisschen besserer Qualität umschauen, aber für YouTube auf jeden Fall ausreichend. Die JVC Everio gefällt mir ganz gut, war auf jeden Fall ein guter Kauf, bereue ich nicht. Bis zum nächsten Mal und ciao.